Sehr herzlich willkommen zu heißen zu unserem ersten Panel auf dem diesjährigen Berliner Demografietagen, die Stimme der jungen Menschen in der Politik. Wie Lilia auch schon angedeutet hat, wollen wir uns in diesem Panel mit Fragen der politischen Teilhabe jüngerer Menschen beschäftigen, insbesondere unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Politik und der jungen Bürgerinnen, möglicher Beteiligungsformen und natürlich auch der Frage, wie diese Teilhabe in Zeiten einer alternden Gesellschaft realisiert werden kann. In der ältere Menschen schon aufgrund ihrer Zahl eine dominierende Position haben. Ich freue mich dabei über ein sehr hochrangiges und vielseitig besetztes Panel. Das gibt mir als Moderator eher die Rolle eines Assistenten in der Abendregie, denn wir wollen natürlich den Diskutantinnen und Diskutanten so viel Zeit wie möglich für ihre Beiträge geben. Wie das in einer Abendregie so ist, heißt es aber auch, dass ich ein wenig darauf achten muss, dass alle zu Wort kommen. Deshalb würde ich die Teilnehmenden dieses Panels bitten, sich möglichst an die Zeitvorgaben zu halten. Die Teilnehmenden im Internet können über die Q&A-Funktion bei Zoom am unteren Bildschirmrand Fragen stellen. Ich darf Ihnen zunächst unseren ersten Sprecher vorstellen. Wolfgang Schröer ist Professor für Sozialpädagogik und geschäftsführender Direktor des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim. Er forscht gewissermaßen am Pulsschlag der jungen Menschen. Gerade in diesem Jahr hat er einen ersten Bericht aus einem Projekt unter dem Titel Verpasst, verschoben, verunsichert. Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie veröffentlicht. Herr Schröer, wir freuen uns auf Ihren Impuls. Sie haben das Wort. Dankeschön. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Also, die Frage ist ja als erstes, warum ich eigentlich hier spreche als ein älterer Mann und über die Stimme der jungen Menschen in der Politik rede. Eigentlich sollte ja ein junger Mensch vielleicht sprechen. Wir haben aber die Kultur bei uns in der Gesellschaft, dass wir Institutionen haben, die für junge Menschen sprechen, die begleitet haben, die auch vielleicht gerade dafür stehen, wie bei uns mit Beteiligung verfahren wird. Nämlich, dass wir eher Institutionen haben, die diesen Rahmen, und vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass viele heute immer noch bei uns in der Gesellschaft sehr stark uns fragen, wie können wir jungen Menschen Beteiligung ermöglichen und es nicht einfach tun und somit Erwachsene, Ältere brauchen, die erst noch eine Zugänge schaffen. Ich möchte über drei Punkte reden in den nächsten 10 Minuten. Zunächst möchte ich einmal den Punkt auf die heutige junge Generation richten und dabei verdeutlichen, dass in der heutigen jungen Generation eine starke Erwachsenengeneration herausgefordert wird, die ein hohes politisches Selbstbewusstsein hat. Als zweites möchte ich verdeutlichen, dass wir in den Studien, die wir in den letzten 2, 3 Jahren gemacht haben, es deutlich wurde, dass die Beteiligungsstrukturen junger Menschen bei uns in der Gesellschaft nicht krisenfest sind. Und als drittes ist mir wichtig, dass wir zu einem Punkt kommen, dass die Stimme junger Menschen heute auf allen Ebenen und allen Ressorts, auch in der Politikberatung, zu verankern ist. Was möchte ich damit sagen und was sind meine Punkte diesbezüglich? Lassen Sie uns zum ersten Punkt gehen. Junge Menschen hinterfragen heute die Leistung einer politisch stolzen Generation. Wir haben im Rahmen eines Projektes mit dem IJAB, den international mit vielen jungen Menschen gesprochen aus 7 Ländern, zur Frage der Mobilität und Ökologie. In diesem Kontext war eine spannende Aussage vieler junger Menschen, die gesagt haben, warum fragt ihr uns eigentlich? Ihr wisst doch, was zu tun ist in Bezug auf den Klimawandel. Warum verändert ihr es nicht in dieser Form? Diese Aussage war zweierlei. Einerseits war es eine Anfrage an die ältere Generation, an die Generation, die für sich sehr stark macht, dass sie politisch sehr aktiv war und sehr häufig jüngeren Generationen vorwirft, sie sei politisch nicht so aktiv. Es war eine Anfrage, wenn ihr so politisch aktiv seid, wenn ihr die Themen alle kennt, die es derzeit
die Herausforderungen darstellen: Klimawandel, transnationale Gerechtigkeit, postmigrantische Gesellschaft. Warum ändert ihr nicht mehr? Und das ist das Spannende, dass wir heute in einer Situation sind, dass die Generation, die heute politisch verantwortlich ist, von der jungen Generation entschieden angefragt ist, ob sie nicht zentrale gesellschaftliche, soziale, ökologische Fragen vernachlässigt hat und nicht stark genug auf die Agenda gehoben hat, und dass diese Generation, die heute an der politischen Macht ist, ja gerade eine Generation ist, die von sich selbst behauptet, dass sie eine politisch starke Generation sei. So fordert heute fordern die jungen Menschen die Leistungen dieser politischen Generationen heraus und fragt: Wo ist die Nachhaltigkeit eurer politischen Erbes und warum habt ihr nicht mehr gemacht in diesen Punkten? Warum ist die Situation, wie sie heute ist? Als zweiten Punkt können wir dann auf die Beteiligungsstrukturen in unserer Gesellschaft blicken. In unseren Studien zur Regulation der Corona-Pandemie und wie junge Menschen diese verarbeitet haben, haben wir sehr viel positives Feedback von den jungen Menschen gehört in diese Richtung, dass sie die verantwortlichen Menschen sehr schätzen in der Form, wie sie regulieren. Sie haben auch nicht grundsätzlich geklagt in allen Formen, dass sie übergangen wurden. Sie fragen nur eine zentrale Frage: Warum habt ihr uns nicht dabei beteiligt? Sie haben ganz klar gesehen, dass in bestimmten Krisensituationen zunächst Entscheidungen zu treffen sind, wo man nicht alle Menschen beteiligen kann. Aber wenn ich mal ganz symbolisch spreche, überspitzt war es so, und das haben die jungen Menschen uns deutlich zurückgemeldet: Zunächst wurden zum Beispiel ein Kernthema für junge Menschen im Bereich Schule, wurden Bildungspolitikerinnen gefragt, dann wurden Lehrerinnen und Lehrerinnen gefragt, dann wurden Eltern befragt. Und ganz zum Schluss wurden in den Reigen dieser Gruppen nach über einem Jahr Pandemie die Schülerinnenvertreterinnen einbezogen. Warum diese Logik? Warum dieses Hintereinander? Das haben junge Menschen ganz klar gemerkt in diesen Kontexten. Selbst in zentralen Fragen ihres Alltagslebens wurden sie erst sehr spät beteiligt und hinzugezogen. Und somit geht es bei der Frage der Beteiligungsstrukturen und ihrer Krisenfestigkeit erstmal gar nicht darum zu sagen: Brauchen wir noch mehr? Ja, aus meiner Sicht brauchen wir noch mehr. Die Wahlalterfrage steht vor der Tür. Wir brauchen ein Wahlalter 16 aus meiner jugendsoziologischen Sicht. Aber darum geht es nicht nur. Es geht vor allen Dingen darum: Warum werden die bestehenden Beteiligungsrechte nicht verwirklicht? Warum werden die bestehenden Strukturen nicht umgesetzt in der Breite? Wir haben eine UN-Konvention für die Rechte von jungen Menschen. Wir haben dort klare Vorgaben und wir haben diese ratifiziert, die junge Menschen zu beteiligen sind. Wir haben Beteiligungsverfahren in Schulen, wir haben sie in der Kinder- und Jugendhilfe und wir haben viele kritische Studien, die sagen, sie werden nicht verwirklicht. Zudem kommt, und das haben wir während der Pandemie gesehen, dass junge Menschen sagen: Wenn eine Krise da ist, werden dann noch die bestehenden Strukturen außer Kraft gesetzt. Als wäre die Beteiligung junger Menschen so etwas für Projekte, schönes Wetter, ein Surplus, das man machen kann, wenn wir keine Krise haben. Das ist ein eher frustrierendes Resultat der Gespräche und unserer breiten Untersuchung mit jungen Menschen aus der Zeit der Pandemie und wir können auch sagen aus der gegenwärtigen Krise. Auch wenn heute über Fragen von Verteidigung und anderen diskutiert wird, gilt es entschieden, die jungen Menschen einzubeziehen. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Die Stimme junger Menschen ist heute auf allen Ebenen und in allen Ressorts in der Politikberatung institutionell zu verankern. Wir haben uns im Bundesjugendkuratorium in der letzten Legislaturperiode die Politikberatung in Deutschland genau angeguckt. Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen. Es gibt aber breite Gremien der Politikberatung in allen Ministerien, auf Bundesebene, auf Länderebene, in den Kommunen. Breit scheint die Auffassung zu sein, dass junge Menschen vor allen Dingen vor Ort zu beteiligen sind. In den Kommunen, in den Gemeinden, durch Jugendparlamente und anderes. Wir vom Bundesjugendkuratorium
waren der Auffassung, dass das wichtig ist, aber nicht ausreicht. Beteiligung junger Menschen heute in zentralen Politikfragen kann erst gelingen und wird erst gelingen, wenn sie auf allen Ebenen stattfindet. Wenn sie auch stattfindet in den Bundesministerien und nicht nur in den Ministerien, auf denen Jugend steht oder in denen die unmittelbaren Belange da angesprochen sind, sondern in der Breite, denn es geht bei den jungen Menschen um alle Politikfelder. Wir sehen aber gerade in der Politikberatung, in den Gremien, in den Formen wie eine gläserne Decke, eine gläserne Generationendecke, dass wir sehr wenige junge Menschen finden, wenige junge Menschen unter 35, die dort aktiv sind, die ihre Expertise einbringen können. Wir haben breite Formen der zivilgesellschaftlichen Politikberatung. Wer dort in den Gremien fehlt, sind die jungen Menschen. Und das gilt es quer durch die Ministerien zu diskutieren. In jedem Ministerium, man kann mir nicht irgendwie plausibel machen, welches Ministerium dort ausgenommen werden könnte, wo nicht auch in die Beratungsprozesse junge Menschen einbezogen werden sollen. Und das ist mehr als ein symbolischer Akt, wenn dieses auch auf der Bundesebene verankert wird. Das ist ein Zeichen, dass wir aus irgendeinem Grund, mir ist das nicht erklärlich, in den letzten Jahren junge Menschen dort weniger wahrgenommen haben. Vielleicht hat die politisch starke Generation, die das für sich in Anspruch nimmt, die ja auch sehr jung in die Politik zuteil gegangen ist, hinter sich eine Tür zugemacht. Wir möchten diese Tür wieder aufmachen, damit junge Menschen in diese Politikberatung hineinkommt und das auf allen Ebenen. Dabei gilt es auch, neue Formate zu finden. Die Formate sind heute sehr auf Professionelle zugezogen, die sich auch in bestimmten Zeiten dort dann es erlauben können, dorthin zu gehen und dieses zu machen in Gremien der Politikberatung und anderen. Wenn wir aber alle jungen Menschen erreichen wollen, wenn wir die Expertise ganz unterschiedlicher Erfahrungen in unserer Gesellschaft von jungen Menschen haben wollen, dann müssen wir neue Formate auch der Politikberatung empfinden. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten heute auch durch digital, aber nicht nur durch diese Form auch hinzugehen, wo die jungen Menschen sind und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben das gelernt in den letzten Jahren, dass das sehr konstruktiv möglich ist. Es ist eine sehr konstruktive Auseinandersetzung, weil die Sorge bei den jungen Menschen um die Zukunft unserer Gesellschaft groß ist. Um zentrale Fragen unserer Gesellschaft, die ungelöst sind und weiter bearbeitet werden müssen. Und darum das zentrale Plädoyer am Ende, bitte öffnen Sie auch in den Ministerien, jeder in seinem Bereich, in der Diakonie, in den verschiedenen Gremien, für die Politikberatung Plätze, verankern Sie institutionell Plätze für die jungen Menschen. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden dadurch gewinnen in Ihren Beratungen und in der Qualität Ihrer Formen, die Sie dort machen. Herzlichen Dank für meine Minuten. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach meinen Ton ausgestellt und stelle ihn jetzt wieder an. Und ich hoffe, Sie haben mich gehört. Ich habe mich nicht doppelt gehört. Dankeschön. Und wir konnten Sie sehr gut hören und auch Ihr sehr überzeugendes und starkes Votum für eine bessere Beteiligung junger Menschen in Politikberatungsformaten. Da sprechen Sie mir ein bisschen aus dem Herzen. Wir hatten bei einem unserer letzten Berliner Demografie-Forentagen hatten wir in der Tat ein Panel, wo später eine junge Kollegin aufstand und sagte, hier wird über die Zukunft geredet, aber ich sehe hier niemand unter 50. Und ich guckte in die Runde und ich selber bin auch schon über 50 und musste sagen, ja, sie hat leider recht. Und insofern kann ich das nur sehr unterstützen und wir sind auch auf dem Weg in diese Richtung. Aber insofern sehr, sehr vielen Dank für Ihr sehr engagiertes und starkes Statement. Ich möchte unseren ersten Diskutanten vorstellen. Dr. Jörn Thiessen ist seit 2022 Leiter der Abteilung Heimat im Bundesministerium des Inneren, zu dessen Zuständigkeitsbereich auch der demografische Wandel gehört. Die Station seiner eindrucksvollen politischen Karriere aufzuzählen, würde eine ganze Zeit Weile in Anspruch nehmen. Unter anderem war er Mitglied des Deutschen Bundestages und Direktor und Professor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr. Herr Thiessen, wir freuen uns auf Ihren Kommentar. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Bemerkung, die ich außergewöhnlich anregend empfunden habe, die mich aber zum Teil auch aufgeregt haben. Und deswegen lassen Sie mich nur am Anfang, bevor wir in die Panel-Diskussion gehen, drei Bemerkungen machen. Die erste Bemerkung ist, für mich ist der demografische Wandel in meiner Wohnung, in meinem Haus jeden Tag da. Den gibt es theoretisch überhaupt nicht,
sondern der heißt Ada, Jakob, Konstantin, Madina und Mohammed. Und da ist der Älteste, ist Jakob mit 30 und der Jüngste ist Konstantin mit 17. Diese fünf, mit denen ich zusammenleben darf, erinnern mich in einem Punkt an mich selbst, als ich jung war. Die würden nämlich niemals fragen, ob ihnen Beteiligung zugebilligt würde, ob man sie einlädt, irgendwohin sich zu beteiligen, ob es Gremien gäbe, sondern sie mischen sich ein, sie reden mit und nicht nur bei uns in der Familie, sondern in ihren Sportvereinen. Zwei sind kirchlich engagiert, der eine ist sogar schon in eine Partei eingetreten. Und das erinnert mich ehrlich gesagt an die Zeit, als ich bin jetzt 60, aus einer Generation, wo wir immer alle zu viel gewesen sind. Im Kindergarten zu viel, in der Schule zu viel, am Studium waren wir immer zu viel. Ich habe mich überhaupt nicht davon abhalten lassen, mich zu engagieren, habe auch weder Mama noch Opa noch Oma dazu gefragt, sondern bin selbst aktiv gewesen in der kirchlichen Jugendarbeit, dann ganz früh auch in der politischen Arbeit. Und ich erinnere mich daran, wenn meine Kinder heute erzählen, welche Abenteuer sie haben, bei Fridays for Future vorm Brandenburger Tor in der Sonne für den Klimawandel zu stehen, dann fängt der Vater Thiessen, der alte Mann, an und sagt, in Bruckdorf haben wir wenigstens noch Tränengas erlebt. So, das ist ein Atomkraftwerk gewesen, das jetzt gerade abgeschaltet worden ist. Ich habe jedenfalls für das Panel die Anregung, ob wir mal über den paternalen Begriff nachdenken, andere zur Beteiligung einzuladen. Das ist ja irgendwie immer von oben nach unten argumentiert. Was ich denke, was wir als notwendig, als politische Gestalterinnen und Gestalter, was wir in der administrativen Tätigkeit tun müssen, ist, die Selbstverständlichkeit von Beteiligung zu schaffen. Für viele Gruppen, aber eben nicht nur für Jugendliche, aber ganz besondere, ganz sicherlich auch. Und das Zweite ist, ich würde gern noch mal das Loblied auf die repräsentative Demokratie singen. Es gibt eigentlich gute Gründe, warum wir Parlamente haben, warum wir Gemeindeparlamente, Stadtparlamente, Kommunalparlamente, Landesparlamente, Bundes- und Europa haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich bei allen Verfahren, die ich jeden Tag auf den Tisch bekomme, immer auch einladen muss, alle möglichen zivilen Gruppen, die ich ja liebe, die ich vertrete, die wir hier fördern. Aber wir müssen irgendwie auch daran denken, dass die Balance auch in der repräsentativen Demokratie besteht. Der Bundestag ist jünger denn je. Die Landesparlamente sind diverser und jünger denn je. Das Europaparlament auch. Und insofern, meine beiden Bemerkungen, damit ende ich. Lasst uns mal über die paternale Struktur von wir gewähren anderen Beteiligung nachdenken. Und das Zweite ist, wie ist die Balance zwischen repräsentativer Demokratie und einer wirklich qualifizierten Einbeziehung der Zivilgesellschaft? Das finde ich interessante Dinge zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Thiessen. Das war wirklich ein sehr engagiertes Statement auch für etwas, was ich auch oft bemerke, dass man einerseits natürlich, man sagt, wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, wir müssen alle Gruppen an Entscheidungsprozessen mit einbeziehen. Auf der anderen Seite werden die Prozesse immer komplexer, die Politik ist nicht einfacher geworden, was dann wieder stärker die repräsentative Demokratie ins Spiel bringt und die Mechanismen, die wir dort haben. Insofern glaube ich auch, wir müssen da die richtige Balance finden. Also vielen Dank für das Statement. Ich glaube, wir werden wirklich eine sehr lebhafte Diskussion nachher darüber führen können. Ich würde aber jetzt erst noch mal unsere zweite Diskutantin vorstellen wollen und ihr das Wort erteilen. Unsere zweite Diskutantin ist Clara Völler. Sie ist Bundesvorsitzende der jungen europäischen Föderalisten Deutschland und zugleich im Präsidium der Europa-Union Deutschland. Darüber hinaus ist sie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Jugendpolitik des Deutschen Bundesjugendrings. Sie studiert Politikwissenschaften und arbeitet als Junior Spezialistin für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Frau Völler, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank und klinische Forschung und danke auch nochmal für die Einladung zu diesem Panel, das ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen versuche ich möglichst viele Punkte vielleicht in die 2 bis 3 Minuten hineinzubekommen, auch wenn ich deutlich mehr Gedanken, glaube ich, dazu habe. Lassen Sie mich kurz sagen, die Jungen Europäischen Föderalisten ist ein Jugendverband, den es seit 1949 gibt. In Deutschland mit 4.000 Mitgliedern, europaweit mit 30.000 Mitgliedern. Wir sind Teil des Deutschen Bundesjugendrings, dem Dachverband aller Kinder- und Jugendverbände, der über 6 Millionen Kinder und Jugendliche vertritt. Was wir hier immer wieder erleben in den Debatten, die es gibt, ist, dass Beteiligung das Wort der Stunde ist. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch mit sehr gutem Gewissen sagen, Beteiligung ist
kein Wunsch, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es ist eine Selbstverständlichkeit, die nie zu Ende ist, die wir immer weiter stärken müssen. Und zwar, ja, in verschiedenen Gruppen und auch so, dass wir eine pluralistische Gesellschaft abbieten. Aber Fakt ist eben auch, dass junge Menschen gerade nicht genug beteiligt werden. Beteiligung ist eine Gegenseitigkeit. Junge Menschen müssen sich einbringen, das ist ganz klar. Das tun sie aber auch. Und allzu oft stehen sie vor verschlossenen Türen. Allzu oft ist Beteiligung auch, mehr eine Art Dekoration. Man beteiligt junge Menschen oft dann, wenn es passt. Etwas, wo wir etwas die Befürchtung haben, dass es genauso passiert, weil das ist das, was wir seit 5 Monaten sehen, ist das aktuell stattfindende Europäische Jahr der Jugend. Kein Jugendverband wurde hier im Vorfeld beteiligt oder gefragt, ob man so ein Europäisches Jahr der Jugend braucht. In der Corona-Pandemie, ich kann Herrn Schröer da aus vollstem Herzen zustimmen, ganz vielen Punkten, die Sie gemacht haben. Man spricht oft über junge Menschen, aber selten mit ihnen. Und wenn man mit ihnen spricht, dann nur zu ausgewählten Situationen. Aber was Jugendbeteiligung wirklich ausmacht und wenn sie auch wirklich funktioniert, ist, wenn sie wirksam ist, wenn sie nachhaltig verankert wird, wenn sie institutionell eingebunden ist, sodass junge Menschen auch immer wieder die Möglichkeit haben und nicht nur dann, wenn sie eingeladen werden, sondern auch einfach den Raum haben, sich dorthin setzen zu können, sich mit an den Tisch setzen zu können, weil dort ein Platz für sie vorgesehen ist. Das ist es, was für mich irgendwo dann auch eine Demokratie ausmacht, dass man diese Jugendgruppen eben auch mit berücksichtigt. Dazu gehören eben auch stabile Strukturen und langfristige Formate. Dazu gehört es, junge Menschen nicht nur dann einzubinden, wenn man sie möchte, sondern auch, wenn es ihnen passt, zu respektieren, dass junge Menschen ebenfalls ihre Zeiten haben und vielleicht auch einfach ihre Momente, wann sie sich besser einbringen können oder nicht. Dazu gehört auch die Qualitätsstandards, die man beispielsweise auch mal im Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend erarbeitet hat, zum Thema wirksame und effiziente Jugendbeteiligung auch zu berücksichtigen, schon existierende Formate weiterzuführen und schließlich auch jungen Menschen noch einfach zuzutrauen, komplexe Fragen zu beantworten. Wir haben momentan, wir reden oft über das Thema Zukunft. Wir haben in Europa ganz viele sehr große Zukunftsfragen gerade. Der Krieg in der Ukraine ist etwas, was uns alle sehr beschäftigt, junge Menschen aber eben auch. Und wir müssen anerkennen, dass nicht nur, natürlich ist Lebenserfahrung ein sehr wertvoller Schatz und ich glaube, da hat auch jeder Respekt davor, aber es ist vielleicht nicht das Einzige, worauf wir uns darauf verlassen dürfen. Das ist nicht das Einzige, woraus Expertise entsteht, sondern Expertise kommt eben gerade in Fragen, was junge Menschen und ihre Zukunft angeht, auch von genau denen, die diese Zukunft eigentlich machen. Mein Plädoyer wäre daher, tatsächlich zu sagen, dass wir momentan so große Herausforderungen erleben als Gesellschaft in Europa, weltweit, dass wir diese Herausforderungen nur gemeinsam angehen können. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Generationengerechtigkeit eben in dem Zusammenhang nicht bedeutet, dass man junge Menschen bevormundet und sie dekorativ mit an den Tisch holt, wenn es eben gerade passt, sondern dass man sie auf Augenhöhe an Entscheidungsprozessen beteiligt. Ja, vielen Dank, Frau Füller. Auch nochmal ein gutes und starkes Statement, die Jugend wirklich tatsächlich eben nicht nur alibiartig, sondern tatsächlich auch langfristig in den institutionellen Strukturen auch integriert an Entscheidungsprozessen mit zu beteiligen. Ich würde jetzt gerne erstmal die anderen Panelisten vorstellen, denn ich möchte denen natürlich den großen Raum auch zu Redebeiträgen geben und sie dann auch bitten, tatsächlich in der freien Diskussion dann in die Diskussion mit einzusteigen. Ich mache das jetzt mal ganz unhöflich, nicht nach dem Prinzip Ladies First oder nach dem Alphabet, sondern ich gehe gewissermaßen von der europäischen Ebene bis zu den regionalen und lokalen und sozialen Kontexten politischer Teilhabe. Ich beginne mit Jens Töppen. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Volt Deutschland. Er studiert Kommunikations- und Politikwissenschaft in Bamberg und setzt sich für eine reformierte und dadurch vor allem auch schlagkräftigere Europäische Union ein. Volt bezeichnet sich als die, Zitat, erste paneuropäische Partei und wird, das kann man, glaube ich, Herr Töppen, vor allem von jüngeren Menschen getragen. Valentina Severa Clavel ist Präsidentin der European Free Alliance Youth, die sich für die Wahrung der kulturellen Vielfalt in Europa sowie gegen jedwede Diskriminierung, insbesondere
regionaler und ethnischer Minderheiten in Europa einsetzt. Und zugleich arbeitet sie auch als Pressebeauftragte der European Free Alliance Gruppe im Europäischen Parlament. Unser weiterer Gast ist Dominik Bär. Er ist Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Umsetzung der Rechte von Kindern und Jugendlichen gerade dort zu fördern, wo deren Einfluss am größten ist, nämlich auf kommunaler Ebene der Städte und Gemeinden. Einen ganz anderen, aber genauso wichtigen Zugang hat zu diesem Thema hat Yasmin Al-Duri. Sie ist Direktorin und Gründerin von Diverse Young Leaders in Frankfurt am Main, eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Teilhabe von benachteiligten Jugendlichen in Politik und Gesellschaft und dabei insbesondere von People of Color zu fördern. Last not least, Andreas Gall, der gewissermaßen die journalistische Perspektive mitbringt. Er ist Mitglied des Vorstandes der Jugendpresse Hessen, wie es auf der Webseite heißt, einem unabhängigen Verband von über 200 jungen Medienmachern in Hessen, vom Schülerzeitungsredakteur bis zum freien Mitarbeiter, vom Blogger bis zum Jugendradiomacher und Fotografen. Sie sehen, wir haben also ein sehr interessantes, breites Panel und ich darf die Panelisten dann bitten, sich zu Wort melden. Sie können die Raise Hand Function dafür benutzen, die Sie auch am unteren Bildschirmrand sehen. Perfekt, ich würde dann einfach mal, den ersten Schritt wagen. Genau, und dann kommt Herr Türmer als nächstes, der hat sich das nicht gemeldet. Vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Diskussion. Ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich glaube, eines der wichtigen Punkte, die so nur ganz kurz angesprochen wurden, vor allen Dingen von Herrn Ohlschlägel, ist der Aspekt von Repräsentation, gerade in diesen Partizipationsmöglichkeiten, die es so gibt. Also ich würde gar nicht in diese Diskussion einsteigen wollen, wie viele Partizipationsmöglichkeiten es für Jugendliche gibt, sondern ich würde mich vielmehr darauf fokussieren, welche schon existieren und wer in diesen Partizipationsräumen überhaupt repräsentiert ist. Und in diesen Räumen, gerade in Deutschland, sehen wir eher eine Bildungselite, also junge Menschen, die aus Haushältern kommen, die einfach schon eine sehr hohe Bildung genossen haben, sprich AkademikerInnen-Kinder und oftmals nicht ArbeiterInnen-Kinder. Das kommt dann auch mit einher, wenn man sich beispielsweise den kulturellen Hintergrund von vielen Jugendlichen anschaut. Ich persönlich beispielsweise habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern sind nicht in Deutschland geboren, sondern sind nach Deutschland migriert. Ich habe aber zum Beispiel eine sehr, sehr politische Familie, sprich mein Habitus ist schon sehr, sehr politisch angehaucht. Sprich, für mich war es schon sehr früh einfach schon klar, dass ich mich politisch in irgendeiner Weise engagieren werde. Das ist aber nicht für jeden in Deutschland der Fall. Und das sieht man gerade in der Diskussion darüber, wer eigentlich bei solchen Partizipationsmöglichkeiten überhaupt eingeladen wird und wer überhaupt mitreden darf. Das sieht man sehr gut in den Jugenddelegationsprogrammen, die wir in Deutschland haben. Jugenddelegationsprogramme, für die es nicht wissen, sind Räume, wo Jugendliche mitreden dürfen, zum Beispiel bei ganz großen Gipfeln, wie bei der G7, G20-Gipfeln, aber auch bei den UN-Generalversammlungen. Und wenn wir uns dann anschauen, wer in den letzten Jahren so eigentlich mitreden durfte, dann sehen wir, dass es eben nicht viele junge Menschen sind, die nicht Teil der Bildungselite sind, sondern eben Menschen, die eher privilegierter sind, junge Menschen, die privilegierter aufgewachsen sind. Und das ist in Deutschland ein riesen Problem, eben weil diese kleine Gruppe von Menschen eben nicht die ganze Jugend repräsentiert. Und wenn wir von der Jugend sprechen, sprechen wir eben auch nicht von so einer homogenen Masse, sondern von verschiedenen Menschen, die verschiedene politische Ansichten haben und diese auch irgendwie verschieden einbringen wollen. Und ich glaube, ein Aspekt, der in diesem Fall super wichtig ist, ist einfach zu bedenken, dass Habitus eine riesen Rolle spielt, wer sich engagiert, wo man sich engagiert. Und vor allen Dingen ist es einfach ein riesen wichtiger Punkt im Sinne von, komme ich überhaupt in diese Partizipationsmöglichkeiten rein, diese Partizipationsräume rein. Die müssen wir vor allen Dingen zugänglicher gestalten für junge Minderheiten in Deutschland. Und das sehen wir zumindest bei Diverse Young Leaders eher weniger. Und arbeiten natürlich da auch sehr daran, aber leider ist es halt auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, da irgendwie auf Menschen zu stoßen, die auch wirklich Lust haben, diese Räume zu öffnen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sozusagen, dass man eine gewisse Selektivität natürlich derer hat, die sich engagieren können, zeitlich schon sozusagen ein Problembewusstsein haben, vielleicht den entsprechenden Hintergrund haben,
die ein solches Verhalten dann eben auch fördern. Herr Thiessen, würden Sie meinen, das ist eher ein starkes Argument wiederum für die repräsentative Demokratie sozusagen, wo das ja durch die Wahlen und durch die Auswahl von Parlamentariern und das Arbeiten von Parlamentariern geschieht, dass wir versuchen, eine größere Breite der Bevölkerung abzudecken und zu repräsentieren? Oder sehen Sie da auch sozusagen ein grundsätzliches Problem in der Selektivität? Ich selber war auch in der Umweltschutzbewegung, wir sind vermutlich nicht weit weg vom Alter tätig und hatte auch immer so den Eindruck, dass da eine ganz bestimmte Gruppe eigentlich sich dann auch betätigt hat. Wie sehen Sie das? Ja, mir fallen dazu drei Aspekte ein. Der erste ist, wenn man bei den jungen europäischen Föderalisten war, kann man Karriere machen bis als zum Abteilungsleiter im BMI. Natürlich war ich früher auch bei den jungen europäischen Föderalisten. Also das knüpft daran an, dass man den Marsch durch die Institutionen auch machen kann. Das ist zwar eine Formulierung, die weit vor dem Mauerfall existiert hat, aber aus meiner politischen Jugendorganisation war es immer die Doppelstrategie. Ne? Also schön in den Institutionen Zoff machen und sich vor allen Dingen außerhalb der Institutionen die nötigen Koalitionspartnerinnen und Partner zusammenzutragen. Also meine Werbung ist ja erst einmal dahin zu gehen, zu sagen, es gibt unglaublich viele bereits bestehende Möglichkeiten, zu denen man kandidieren kann und in denen man von innen heraus diese Institutionen verändert. Aber das Zweite stimmt natürlich ganz genau so. Diese Institutionen sind zum Teil altbacken, von Männern wie mir besetzt, die sind verknöchert, sie tagen zu Zeiten, zu denen nur Rentnerinnen und Rentner irgendwie tagen können. Sie tagen mit Bedingungen, die eher Hinterzimmer sind, wo man noch rauchen darf. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite verändern sie sich nur, wenn wir Werbung dafür machen, dass sie von innen heraus verändert werden. Great and so on. But we need to change them from inside. So I believe. Engagement in nicht so festen Gruppen, in Bewegungen, in Projekten, in Initiativen. Nicht Schmuck an der Backe ist, wie ich eben gehört habe, sondern der integrative Bestandteil von Demokratie im Zusammenhalt ist. Das versucht das BMI. Ich bin hier ganz neu und hier gibt es eine Einrichtung, die heißt die Verfassungsschüler. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige. Gymnasium, obere Elitenschicht, Hamburg-Blankenese, da wo ich herkomme. Und da diskutieren wir mal schon über die Verfassung. Das Gegenteil ist der Fall. Wir gehen an Hauptschulen, an Grundschulen, wir gehen an Bildungszentren, an Oberstufenzentren, da wo genau diese von Ihnen eben angesprochenen Eliten eher unterrepräsentiert sind, sondern viele andere da sind. Und machen dazu großartige Veranstaltungen zu dem Thema Werben für eine partizipative, repräsentative emanzipierte Demokratie. Und das, glaube ich, muss die Aufgabe einer solchen Institution sein wie des Bundesministeriums, indem wir nämlich uns genau in die Strukturen wenden, die gestützt werden müssen. Und das sind in der Tat auf der einen Seite der Schutz von den Menschen, die in den Parlamenten tätig sind in Deutschland. Das Image von Politik hängt stark daran, wie wir auch das Image tragen und befördern. Und das Zweite ist, Partizipation muss so sein, dass es selbstverständliche Kanäle zur Beteiligung gibt und dass man sich nicht immer wieder neu von vorne erkämpfen muss. Aber das Kämpfen, das Opponieren, das Unbequemsein, das Lautsein macht auch wirklich viel Spaß und dazu kann ich auch nur auffordern. Ja, kann ich nur sehr unterstreichen aus meiner eigenen Jugendzeit. Herr Tönn, Sie hatten sich gemeldet. Korrekt, genau. Ja, ich kann mich erstmal so dem anschließen. Auch schon mal vielen Dank zum einen für die Einladung, zum anderen für die ganzen Eindrücke, die man hier direkt am Anfang bekommen hat. Ich finde das sehr, sehr spannend, was da aus den unterschiedlichen Richtungen kam. Ich glaube, ich würde da direkt anknüpfen. Ich finde das Thema Sichtbarkeit nämlich auch unglaublich wichtig. Ich weiß gar nicht, ob zwingend die Debatte darüber geführt werden muss, ob man Partizipation aufdrücken muss oder nicht, aber man muss sie halt auf jeden Fall sichtbar machen und muss sie, glaube ich, möglichst barrierefrei halten. Das knüpft, glaube ich, auch ein bisschen an das an, was Frau Alduri gesagt hat. Also, dass wir wirklich auch schauen, dass diese Partizipation auch für alle Personen gleich möglich ist. Und es gibt bestimmt, ne, ich meine, hatten wir jetzt auch schon, Jugendliche sind keine homogene Gruppe, junge Menschen generell nicht. Heißt, es gibt bestimmt auch viele Menschen, die sich vielleicht auch einfach nicht beteiligen wollen oder daran kein Interesse haben, was auch völlig okay ist. Es geht ein bisschen darum, die Personen, die sich, sage ich mal, dafür interessieren und die prinzipiell Interesse daran haben, wie können wir die am besten abholen? Das geschieht zum einen durch Sichtbarkeit, das geschieht durch Barrierefreiheit und ich glaube, zwei weitere Punkte, die jetzt so konkret noch nicht genannt wurden, ist zum einen,
dass ich mich natürlich auch beteilige, wenn ich das Gefühl habe, wirklich selbstwirksam zu sein, also eine gewisse Wirkung auch zu haben und dann nicht irgendwie in irgendeinem Raum dann zu sitzen, irgendwo in der Stadt Bamberg und dann bin ich eine von 100 Stimmen oder so. Und am Ende des Tages wird es dann irgendwo auf dem Blog geschrieben und dann weggeworfen, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann ja wirklich auch was bewegen und auch meine Stimme wird hier gehört. Und das andere ist eben zu sagen, dann auf der umgekehrten Seite, wie viel kann ich mir selbst zutrauen? Also, dass das Selbstvertrauen auch von jungen Menschen gestärkt wird, dass gesagt wird, du kommst hier hin und dir wird eine gewisse Verantwortung gegeben und du hast diese Verantwortung, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir dich ernst nehmen und dass du dich hier wirklich beteiligen kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir als Partei aktuell sehr gut machen, weswegen sich eben auch sehr viele junge Menschen bei uns engagieren, weil wir eben Menschen, sage ich mal, versuchen, in diese Führungsposition zu bringen und in diese Position der Verantwortung. Wir sagen, hey, es ist okay, völlig okay, Fehler zu machen. Und es ist völlig normal, dass man am Anfang vielleicht auch nicht weiß, wie dies und das funktioniert. Vielleicht ist das auch generell attraktiver bei kleineren Parteien als bei größeren Parteien, weil größere Parteien dann einfach so große Apparate schon sind. Aber ich glaube, das sind wirklich diese beiden Aspekte noch. Also wirklich Selbstwirksamkeit auf der einen Seite und das Selbstvertrauen zu schaffen auf der anderen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind wichtige Aspekte, auch sozusagen die eigene Selbstwahrnehmung auch sozusagen zu stärken und dann eben sich zu engagieren. Das ist immer so ein kleiner Schubs, den man sich geben muss. Ich selbst habe noch die Anfangszeiten der Grünen miterlebt und so manche Ortsvereinssitzungen, wo es auch sozusagen erstmal um die Selbstfindung geht. Gestern haben wir erlebt, wo sowas enden kann, dass eben eine Partei tatsächlich zur Königsmacherin in einem Bundesland wird und so enorm Wahlerfolge erzielt, wie wir das gestern in Nordrhein-Westfalen hatten. Aber die Grünen sind ja auch nicht so gestartet. Und das, was Sie bei Volt machen, ist natürlich auch der richtige Weg, einfach ein Forum zu bieten, eine Möglichkeit bieten, sich zu engagieren und einfach zu wachsen, indem man tatsächlich sich politisch engagiert und einbringt. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt. Herr Beer, Sie hatten sich gemeldet. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich fühle mich so etwas als jemand, der eine andere Perspektive hier nochmal einbringt, weil in unserem Programm geht es um die Kinderrechte. Die Kinderrechte sind für Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren. Und viel, was ich hier jetzt gehört habe, dreht sich um junge Erwachsene, Partizipationsmöglichkeiten in der repräsentativen Demokratie und Ähnliches. Und wir haben auch keine internationale oder europäische Perspektive, sondern wir haben eher natürlich die kommunale Perspektive. Wir begleiten Städten und Gemeinden dabei, die Kinderrechtskonvention umzusetzen. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist die Beteiligung dort von Kindern und Jugendlichen. Und da ist einfach nicht möglich, dass die sich auch wählen lassen in den Stadtrat. Sie sind einfach weder aktiv noch passiv wahlberechtigt derzeit. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir den Kommunen immer empfehlen, dass sie auch für die Kinder und Jugendlichen Beteiligungsformate anbieten. Und da geht es dann um ein Einladen, weil die normalen zivilgesellschaftlichen Strukturen sind einfach nicht so wirkmächtig wie die repräsentativ-demokratischen Strukturen. Von daher finde ich auch sehr passend das Stichwort der Repräsentativität, was Frau Alduri hier gerade noch genannt hat. Die Kinder- und Jugendparlamente, die es gibt in Deutschland, es gibt sie längst nicht flächendeckend leider, sind oft viel repräsentativer als die Erwachsenenparlamente. Unser einer Träger, das Deutsche Kinderhilfswerk, hat im letzten Jahr eine Studie durchgeführt, starke Kinder- und Jugendparlamente, wo bundesweit Mitglieder von Kinder- und Jugendparlamenten befragt worden sind. Und ein Ergebnis ist, dass dort wirklich die Repräsentativität viel, viel höher ist, viel stärker gegeben ist als in Erwachsenenparlamenten. Das Problem ist, dass sie nicht flächendeckend vorhanden sind und dass sie immer noch oft als Angebote der Jugendarbeit wahrgenommen werden. Und das führt mich dann zum nächsten Punkt. Beteiligung muss über die politische Bildung hinausgehen. Also da möchte ich für plädieren, Beteiligung und politische Bildung zu trennen. Politische Bildung ist nicht immer Beteiligung. Beteiligung ist immer politische Bildung. Da müssen wir, denke ich, sehr genau hinschauen, wenn wir darüber sprechen, ist das jetzt wirklich Beteiligung, über das wir sprechen, oder ist es nur politische Bildung, in Anführungszeichen, die ist natürlich auch wichtig. Aber deshalb ist es notwendig, diese Gremien dann auch als politische Gremien zu verankern. Wir haben das bei uns in den kinderfreundlichen Kommunen, die wir begleiten, 44 derzeit bundesweit, miterlebt, dass eben in der Corona-Pandemie durch die Lockdown-Maßnahmen viele repräsentative Strukturen der Kinder- und Jugendbeteiligung ihre Arbeit einstellen mussten, weil sie als pädagogische Angebote aufgelegt waren und nicht als politische Angebote aufgelegt waren. Und da zeigt sich dann eben, wie ernst wirklich die junge Generation genommen wird, ob sie als politische Akteure wahrgenommen werden oder ob sie nur gebildet werden sollen über pädagogische Gremien. Da, denke ich, müssen wir hingucken und das müssen wir strukturell absichern, damit dann auch die Kinder und Jugendlichen es ernst genommen fühlen und der demografische Wandel auch in den Kommunen ankommt. Viele der Kommunen, die bei uns mitmachen,
bewerben sich bei uns wegen demografischer Probleme, die sie haben, wegen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Und wir führen derzeit eine Analyse durch, ob unser Programm wirklich wirkt. Und ich denke, man kann sagen, dass wenn man die Kinder beteiligt, das auch Auswirkungen auf die Attraktivität der Kommunen vor Ort hat und auf die demografische Struktur vor Ort hat. Von daher mein Plädoyer, auch nochmal Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, aber auch eben die unter 18-Jährigen dann überhaupt in den Blick zu nehmen, weil das fehlt an ganz vielen Stellen noch. Fehlte mir bisher hier auch in dieser Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Bär. In der Tat, Sie haben uns einen ganz anderen Blick reingebracht, der wichtig ist. Es gibt ja wirklich auch eine intensive Forschung zu der Frage, wie können wir Bürgerbeteiligung zu aktuellen Problemen, die in einer Gemeinde anliegen, aber auch zu großen Themen. Klimawandel wurde angesprochen oder andere Dinge. Wie können wir das ermöglichen und wie kann man das organisieren, dass es funktioniert und gerade da eben auch alle mitzunehmen, tatsächlich auch die Kinder. Ich kann es nur sehr unterstreichen, was Sie gerade gesagt haben. Für die Frage, ob Sie in einem Ort bleiben wollen mit Ihrer Familie, spielen solche Faktoren, ob die Kinder sich dort auch wohlfühlen, natürlich eine ganz große Rolle und ob es da ein entsprechendes Angebot gibt, dass man sich einbringen kann und auch die Belange der Kinder dann ernst nimmt. Also insofern finde ich, das ist eine ganz wichtige Dimension, die wir damit einblenden müssen. Herr Galt, Sie hatten sich noch zu Wort gemeldet. Ja, danke schön und danke für die Einladung. Ich will etwas ansprechen, was Herr Schröer gesagt hat, dass die junge Generation jetzt sehr politisch engagiert ist und eine politisch starke Generation ist. Und hier würde ich sagen, aus meiner persönlichen Sicht, denke ich nicht, dass die Masse der jungen Leute sich politisch engagiert und dass viele irgendwo tätig sind, weil ich denke, und hier spreche ich nicht aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meiner Sicht, sondern das, was ich bei den anderen jungen Menschen sehe, vertrauen die jungen Menschen der Politik, der Regierung und den Menschen, die das Wort haben, weil ich persönlich denke, dass viele junge Menschen Angst davor haben, sich irgendwo zu melden und was zu sagen, weil die Älteren, in Anführungsstrichen, den jungen Menschen nicht so richtig vertrauen und nicht denken, dass sie wirklich was zu sagen haben. Und hier würde ich sagen, dass es für mich persönlich ist sehr wichtig, dass mehr junge Menschen in die Politik einsteigen und nicht nur Politik, sondern in Vereinen oder irgendwelche Organisationen, damit das Wort der Jungen zu hören ist. Und eine sehr gute Idee wäre, Quoten bei der Politik und bei Wahlen einzuführen, dass mindestens x Prozent von den Sitzen im Parlament beispielsweise von jungen Menschen unter 30 besetzt werden, weil somit die jungen Menschen mehr zu sagen haben und die Zukunft formen können. Ja, vielen Dank. Wichtiger Punkt ist wirklich dieses Vertrauen sozusagen, dass man in die Beteiligung tatsächlich hat, dass man gehört wird. Unser Partner Diakonie hat ja ein ganz großes Projekt gemacht, unerhört, das ist sozusagen in der Doppelwertigkeit dieses Begriffes. Man wird nicht gehört und findet sich natürlich auch sozusagen, findet das unerhört und dass eben sozusagen die Frage, inwieweit ich jetzt im Negativen gewendet protestiere, eben auch davon abhängt, ob ich meine Belange repräsentiert sehe oder nicht. Und genauso im Positiven, wie Sie es gerade auch hervorgehoben haben. Ich Vertrauen habe, dass sozusagen tatsächlich das auch auf etwas trifft und auf Gehör trifft und auf etwas bewegt. Und Ihr gerade letztes Statement ist fast ein ganz tolles Schlusswort. Nochmal sozusagen der Aufruf, sich wirklich politisch zu engagieren, aber auch an uns Ältere und gerade Babyboomer wie ich, sozusagen immer mehr darüber nachzudenken, auch mit der Wissenschaft, der Politikwissenschaft, welche Art von Beteiligungsformaten vernünftig sind und wo wir wirklich eben tatsächlich miteinander an den Zukunftsproblemen diskutieren und diese eine Lösung vorbereiten können im Dialog von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und vor allem den jungen Leuten. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sehe, wir sind schon etwas über der Zeit. Das ist natürlich auch ein bisschen den technischen Problemen am Anfang geschuldet, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte. Die sind jetzt zum Glück behoben. Ganz herzlichen Dank für die sehr engagierte Diskussion. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich auch so einen guten Eindruck davon bekommen, was dieses Thema politische Teilhabe, politisches Gehör für jüngere Leute für Dimensionen hat und was man sozusagen kritisch und differenzierend betrachten muss. Ganz herzlichen Dank für Herrn Schröer, für seine Keynote, die sehr anregend uns in diese Diskussion eingebracht hat.
für die Discussants, die uns hier zwei unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema gebracht haben, und für die Panelisten, die sehr engagiert mitdiskutiert und ihre persönliche Perspektive und hier auf das Thema mit eingebracht haben.